wieder aufstehen. Ich schau wieder nicht auf dem Zimmer. Ach, hör doch auf. Ja, bitte, komm, komm, komm. Bitte. Na, siehst du sie? Ich hab gemerkt, dass ihr das Wort. Ihr wollt mich wohl für blöd verkaufen, oder? Na, oder siehst du sie hier irgendwo? Hier, ja, vielleicht am Klo, bitte. Bitte, schau, bitte. Oder hier im Bett. Hm? Ah, Tür zu. Warum bist du nicht auf dein Zimmer? Warte. Du siehst doch, dass sie da ist. Ich hab dich was gefragt. Gestern Abend warst du auch nicht auf dein Zimmer. Ja, gestern noch gequatscht, ob sie bei mir geblieben war. Los, packen! Jetzt sehen wir uns, fahren wir. Und Frühstück? Jetzt sprechen! Alle, Lisbeth. Bei den Ölpreisen heute, warte mal ab, die machen es alle noch klar. Die waren doch schon Benzin aus Kohle. Komm, ich mach das. Nee, lass mal, das mach ich selber. Dann mach mal. Ich sag denen, dass ihr nachkommt. Ihr kommt doch nach, oder? Mhm. Wo ist denn das? Da vorne. Findest du schon. Dann fahren wir auch erstmal dahin, ne? Ich versteh das nicht. Hier liegt doch kein Glas, kein Nagel und nix. Wie kann sowas passieren? Dann hab ich wahrscheinlich extra reingebissen. Ja. Ja, ja, du kannst ihn nicht mehr hören. Aber bei mir liegt die Verantwortung. Du meckerst doch immer bloß mit dir rum, das hilft doch auch nicht. Wie soll das denn, wenn du so von hinten bis vorne verziehst? Ja, einer muss ja die Verantwortung übernehmen. Du hast ja nie Zeit angeblich. Angeblich, dass ich lache. Was glaubst du eigentlich, wenn ich das alles mache? Was glaubst du eigentlich? Ja, ja, gesagt, bloß doch für uns, da muss ich ja direkt lachen. Ja, natürlich. Mama, was machst du denn da für einen Dreck? Wieso, was denn für einen Dreck? Ich mach genau das Gegenteil. Ich wasch Strümpfe. Ja, und der See, der ganze Schaum? Ach, meine Güte, was kicken die nicht alle in die Flüsse? Da ist das hier doch wohl das Wenigste. Ach, wenn deine Mutter nicht waschen, putzen oder rummeckern kann, ist sie doch nicht glücklich. Das weißt du doch inzwischen. Ja, dann spring mal nicht in den See rein da. Ja, brauchst du gar nicht bemühen. Ewige Meckere hier. Zum Kotzen. Ich guck mal, was sie macht, ja? Ah, mach das hier alleine. Mhm. Ist schön da drin? Komm da auch rein. Nee, ist mir zu kalt. Nö, ist ganz warm. Komm doch. Nö. Ach, bitte. Um Himmels Willen, das ist doch gefährlich. Was soll daran gefährlich sein? Aber ich will nicht, dass sie dauernd macht, was sie will. Martina, du kommst jetzt da raus, aber sofort. Martina, du kommst jetzt sofort da raus! Ja, Mann. Sie wissen doch, dass hier Baden verboten ist? Ich bade ja gar nicht. Aber die gehören doch zu Ihnen, oder? Da sind Sie hier der Aufseher? Nein, aber es steht doch überall. Dann möchte ich wissen, was Sie da angeht. Sag's Ihnen ja nur.
Wenn jemand kommt, dann sind sie dran. Ja, dann gehen sie dann weiter und pöbeln sie hier im Wald nicht wildfremde Leute an. Haben Sie gehört, was meine Frau gesagt hat? Komm, wir werden sehen, was sie davon haben. Das hat man von seiner Freundlichkeit. Herrgott. Ist das wirklich warm? Komm doch rein, dann merkst du es. Du, der spinnt. Dass du dich nicht schämst, nackt im See rumzuschwimmen, wo jeden Augenblick jemand vorbeikommen kann hier. Karl-Heinz, ich hatte auch nichts an. Du bist doch nicht meine Tochter. Ja, das ist auch ihr Glück. So weit von rückständig. Meine Tochter darf oder nicht darf, bestimmt immer noch ich. Und das gibt dich einen feuchten Dreck an, geht dich das. Da seht ihr es, bei jedem Scheiß. Er will immer alles bestimmen. Keinen Schritt fahre ich mehr mit. Jetzt ist Schluss damit. Damit ihr klar seht, für mich ist die Tour gestorben. So, für dich ist die Tour also gestorben, ja? Wie ich sage, ich fahre nicht mehr mit. Und ob du fährst? Willst du mich hier wegtragen? Wie stellst du das eigentlich vor? Weiß ich auch nicht. Ich bleib hier sitzen. Du, die spinnt. Ich hätte einen Vorschlag. Von deinen Launen lasse ich mich nicht tyrannisieren, du fährst. Wie wär's, wenn wir zu Onkel Jakob und Tante Inne fahren? Oh ja. Da musst du mir ständig im Rücken fallen, weil es auch nicht los. Ach, Jakob und Tante Enne, die werdet ihr sicher auch nett finden. Du bist gar nicht weit von hier. Ja, aber du, wir wollten jetzt endlich mal alleine. Komm, eigentlich. Ja, bitte. Jakob, kannst du mir mal sagen, was wir da sollen? Fängst du schon wieder an. Das sind nämlich die einzigen netten Verwandten unserer Familie, verstehst du? Stimmt auch. Du hältst den Rand. Da rufe ich dann Wölfin an, dass er kommt. Da siehst du, klappt ja doch alles. Ihr kommt doch mit, ja? Bitte. Hallo! Hey, Sie! Ja, bitte? Entschuldige Sie. Ich habe da ein Loch im Schluch. Ich habe leider kein Fleckli und keine Gummilösung mehr. Wie bitte? Ich habe Fleckli und keine Gummilösung mehr. Ja, Flickzeugkalle. Ja, Flickzeug. Ah, Flickzeug, ja, Moment, ja. Das habe ich da. Das, hier, glaube ich. Das habe ich da. Ah. Hier drin. Moment mal. Ja, hier ist es. Da. Zeigen Sie mal auf. Das ist sehr gut. Moment, das ist hier rum. Verteli. Sicher nur Gewitter heute. Das ist aber auch nicht gerade die beste Ware. Ja, ich brauche das also immer. Das soll ich machen. Was kostet das? Ja, das kostet nichts, das schenke ich Ihnen. Kommt gar nicht in Frage. Ich zahle, was ich da brauche. Ja, aber das ist schon gebraucht. Also ich schenke Ihnen das. Kommt gar nicht in Frage. Sind Sie einverstanden mit zwei Mark? Ja, nein, also was ist auch, dann flicke ich in das Fahrt und. Da kommt es mir ja noch teurer. Ja, dann bitte nehmen Sie es doch. Ich komme nicht in Frage, dann fahren Sie weiter. Ja, warte, dann ich warte auf den nächsten. Ja, bitte, machen Sie auf den nächsten. Ja, bitte. 6 Pfennig. Von Ihnen nehme ich das umsonst. Da drüben ist ein See, wenn Sie das kontrollieren wollen mit dem Reifen, ob der dicht ist. Wo wäre ich da, wenn ich für jedes Loch im Schlauch einen See gebraucht hätte? Ja, und wie machen Sie das? Mit Spitz. Mit wem bitte? Spitz! Spucke! Danke, Sie können jetzt weiterfahren. Ah ja, danke. Wiedersehen. Viel Glück. Wiedersehen. Tschüss. Danke dir vielmals. Wir sehen uns ja sicher noch. Aus dem Ruhrpott kommt man ja nicht raus. Dann sehe ich noch mal. Sind das alles Kohle? Nee, das ist Abraum. Wenn er da gräbt, dann kommt nicht gleich Kohle. Da kommt erst mal Gestein und Erde und das ist das. Und wenn er dann absackt, kriegen wir die Risse in den Wänden. Warum tun die denn das Zeug nicht unten wieder rein, wenn sie die Kohlen raus haben? Ja, weil er billiger ist.
Vielleicht wollen Sie hier so eine Art Sauerland aufbauen. Sauerland. Da kommt ein Sauerland. Ein bisschen aufschreiben, du. Musst du mal nach Duisburg kommen, dagegen, wo ich aufgewachsen bin. Wieso? Dagegen ist das hier ein Paradies. Da gab es solche Ratten. Auf die Biester haben wir geschossen. Direkt am Hafen haben wir gewohnt. Ja, wollen wir wieder? Ja, komm, lass mich mal. Wusst denn überhaupt, dass Duisburg der größte Binnenhafen Europas ist? Ja. Schon sehen, der Onkel Jakob ist prima. Das sag ich bloß nicht. Ist der Onkel Jakob Bruder von deinem Vater? Nee, von Mama. Gott sei Dank. Was ist da los? Ist das ein Fest? Da ist ja richtig was los. Hab ich gesagt, lassen Sie mal nicht hierher fahren. Wir lassen uns aus unserer Siedlung nicht vertreiben. Das hat uns gerade noch gefehlt, demonstrieren hier. Wer will die denn vertreiben? Lass uns doch erstmal nach Onkel Jakob fahren. Also los. Was machst du? Ja, mal gucken. Martina! Oh, Schätzchen! Und die morsche Kellertreppe, die bei jedem Schritt gebebt war, das Versteck. Für manch verwundenes Pläsier. Für die Zigarettenpaffen, Doktor spielen, schlücksten Schnaps in unserem Haus, in Kohlenbachtrevier. Das Fenster da am Kellerloch ist immer noch kaputt. Und was du siehst, das kennt sie schon von früher her. Dann fühle ich mich zurückversetzt in eine altbekannte Welt. So als ob es gestern erst gewesen wäre. Gehen wir. Da steht die alte Küche, die früher kalt und nass. Mit ihr. Dann geh ich schon mal vor. Ich komm dann gleich nach. Und die damals schon antike Wäscheschleuder dreht noch an. In Gedanken meine Kinderwäsche rein. Ja, ja, ja. Tür knarrte, auch wenn er die war frisch. Danke. In unserem Salz ist herzlich willkommen. Ja, dann kommt mal rein. Ach, ist das schön, dann mache ich mal wieder Sie. Und gerade heute, wo die ganze Siedlung feiert, dann können wir gleich mitfeiern. Ach, ich muss ja noch den Kartoffelsalat und die Soleier machen für den Stand. Ja, das machst du gleich. Mal rein in die gute Stube. Das machen wir nachher schön zusammen, ne? Gut. Jetzt kommt Karl-Heinz, komm, setz dich. Ja. Die Martina, ist das schön. Besuch den Onkel Jakob mal wieder. Martina, du bist ja schon wieder ein Stück Erwachsener. Also wo soll das nur noch hin mit dem Kind? Na, Lisbethken, wie geht es denn so immer? Ach, Jakob, na, wie soll's so gehen? Du sag mal, Jakob, was wird denn aus dieser... Setzen sich doch, Herr Dingens. Das ist der Harald. Ah, ja, Harald, stehen Sie nicht in der Gegend rum. Jetzt gibt es gleich einen guten Aufgesetzten. Oder wird besser was Ordentliches zwischen den Rippen? Hm? Soll ich Bütteckes machen? Ja, ich meine, ja, aber ich muss doch noch den Kartoffelsalat machen für nachher. Ich helfe dir eine. Ach, das ist aber nett von dir. Also du mit na, dem Martina, Fahrrad. Also, das ist denn so, ne? Hört ich mich nicht drauf. Du, guck aber nicht nach den Jardinen. Moin, komm so runter. Ich muss die unbedingt stärken. Also wenn ich wusste, dass ihr kommt. Kind. Onkel Jakob, hat Opa Berghoff die Ziege noch? Wie jedes Tier? Ja, klar hat er die Ziege noch. Kannst du gleich mal rübergehen. Oh, ich hätte ja jetzt. Meinst du, wie der sich freut? Die sind so groß geworden. Du Enne, nur hol endlich mal die Flasche mit dem aufgesetzt. Na ja, Mara, ist steht im Lokus. Ist klar. Da was schön kalt ist. Du sag mal, Jakob, was wird denn aus dieser. Das ist er. Ach, das ist die Ines. Du, ich bin die Tante Enne. Tag. Na komm, da setz dich mal, Kind, ja?
Oder muss ich etwas Sie sagen? Nee. Komm. Ich hole mal schnell den Aufgesetzten, ne? Wir platzen ja einfach so rein. Wunderbar, herrlich. Gerade heute. Genau richtig. Kommst du mit nach Opa Berghoff? Der hat eine Ziege. Ja, wo ist denn das? Da vorne. Karnickel und Tauben hat er auch. Wir kommen gleich wieder. Kommst du mit? Nee. Du sag mal, ja. Karl-Heinz, mach doch mal den Schrank auf. Ich hab neue Sumatra. Du bist aber das noch nicht geraucht. Du sag mal, Jakob, was wird denn aus dieser Siedlung nun wirklich? Ja. Abgerissen wird sie. Da ist sie ja. Weißt du, wie die so heißt? Nee. Bertha. Komisch auf den Flock. Bertha. Ist manchmal wie ein Hund. Ist ja niedlich. Ja. Oh, Besuch und Besuch. Wer besucht ja schon den alten Opa Berghoff? Ja. Sag Opa Berghoff. Ja. Wer bist du denn? Die Martina. Die Martina? Oh, nee, das ist auch wirklich eine Freude. Ja. Das ist eine Freude, dass die Martina mich mal besuchen kommt. Ja, das ist die Ines. Ines, ja. Freut mich sehr, Ines, ja. Freut mich sehr. Seid doch froh. Wir müssen euch da neue Wohnungen zuweisen. Modernere. Und unser kleines Häuschen? Wir wollen aber nichts zugewiesen kriegen. Wir wohnen gerne hier. Und da muss man auch nichts abreißen. Mit dem Abreißen, da sind die ja heute fix dabei. Ja. Da lohnt sich das Renovieren dann noch? Tja, was wollen sie denn renovieren? Wir haben doch alles, was wir brauchen. So, ja, Badezimmer haben wir eingebaut. Nee, Enne. Ja, du, wo früher die Speisekammer war. Ach, Lisbeth, das hast du ja überhaupt noch nicht gesehen. Komm, ich muss dir das zeigen. Ja, das muss ich sehen. Du, das ist schön geworden. Oh, Entschuldigung. Sogar Badezimmer. Ist das Mindestsorte, Jakob. Deswegen haben wir uns auch eins gebaut. Guck mal, unsere Wohnung. Drei Zimmer, Küche, Bad, Ölheizung, Balkon. Ha, Öl. Siehst du ja, wie beschissen ihr jetzt dasteht mit eurem Öl. Hier, Kohle. Wir heizen noch wie Anno Ippig, Jakob. Lisbeth, wenn wir hier raus müssen, ich weiß nicht, was das werden soll. Ach, Engelkönigin. Du, da fließt noch viel Wasser rein, Alter. Die sagen doch heute in der Regierung, Hü und Hör. Das ist doch nicht die Regierung, das ist die Bank. Die wollen das kaufen, weil die Zeche still liegt. Aber die können euch doch nicht einfach vor der Türe setzen. Es gibt doch Gesetze. Gesetze, ja. Aber kennen die mal alle. Aber wir lassen uns das nicht gefallen. Du wirst das ja sehen nachher. Kommt auch ein Politiker. Jakob hält eine Rede. Wir müssen nur noch die Kartoffeln aufsetzen. Ach ja. Mein Gott. Ach, ist doch schön, dass ich da sein tue. Und darum sagen wir das noch einmal. Lass dich nicht verkohlen. Du hast für unser Land verlucht 10 Stunden auf der Schicht. Ein Glück nach dem anderen, den machen sie jetzt nicht. Hallo Martina! Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Sag, kannst du das verstehen? Nee, 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 lass dich nicht verkohlen, Karl. So schlau wie die bist du schon allemal. Na? Wo wart ihr denn? Ich hab da mal ein bisschen rumgeguckt. Kommt die Stadt an entweder viel zu teuer. Da geh ich mal das Zelt aufbauen, ne? Das dich noch einmal. Geh mal, wa? Lass dich nicht verkohlen, Karl. Erst machen sie dich arbeitslos, dann schulen sie dich um. Dass wir hier im Ruhrgebiet nicht alles mit uns machen lassen. Erst werden wir Bergleute umgeschult. Dann sind wir so alt, als dass uns noch jemand einstellt. Und jetzt wollen sie uns sogar noch unsere Häuser. Das sind doch gar nicht eure Häuser. Karl-Heinz! Unsere Häuser wegnehmen. Das lassen wir uns aber nicht gefallen. Das ist so eine Rede groß für den Sinn, Jakob. Meinst du, die da oben richten sich nach euch? Karl-Heinz, du lass ihn doch! Da muss man sie doch wehren. Du als Beamter kannst das ja gar nicht verstehen. Ihr seid ja abgesichert. Dann gehen wir ruhig auf die Beamten los.
Hast du das gehört? Kann ich im Garten mein Zelt aufbauen? Zelt? Ja, ich hab ein Zelt dabei. Von mir aus. Danke. Ja, ich komme vielleicht nach. Bei dieser komischen Demonstration. Martina hat mir schon viel von Ihnen vorgeschwärmt. Na ja? Sie hat mich angerufen. Ich bin einfach schon rübergefahren, dabei habe ich eigentlich gar nicht so viel Zeit. Sie sind doch Onkel Jakob. Wölfchen, ja? Kimmelskamp, Rolf Rüdiger Kimmelskamp. Ja, du gehst auch ein Bier, nicht? Weil ich bin nämlich Martinas Vater. Ja? Jeder weiß doch, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren da mindestens eine 500.000 Menschen aus dem Ruhrpott weggezogen sind. Ja, warum wohl? Hoffentlich machen die Höfchen mal Gedanken darüber. Komm, lass sie jetzt, komm. Wollen die, dass wir auch noch gehen? Die gehen aber nicht. Erst machen sie die Zechen dicht. Und dann heißt es auf einmal, ja, wenn die Zeche nicht mehr arbeitet, könnt ihr auch nicht in den Werkswohnungen bleiben. Ach nee. Und wo sollen wir hin? Wir pfeifen auf Umzugsbeihilfen und Neubaukästen. Hier wollen wir bleiben. Unser Vater und unser Opa auch schon war. In unserem Häuschen, in unserem Garten. Jawohl.
und dass man keine Kohle mehr braucht, dann ist ja wohl Kokolores. Von Duisburg aus buddeln sie sich unter der Erde vor bis hier. Ja. 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 Da könnt ihr hier genauso gut buddeln. Ja. Umschulung haben wir gemacht. Und dann stellen sie uns nicht an, weil keine Umschuler gebraucht werden. Nee, Freunde, mal ist Schluss. Schön zusammenhalten. Und das geht auch. Wir gehen jetzt zur Bank hin und nehmen Kredite auf. So was geht. Mein Freund Kalli Lodemeier kann euch da beraten. Und wenn die Zeche wieder aufmacht, und das sage ich euch, die macht wieder auf, dann zahlen wir alles schön zurück und die Häuskes gehören uns. Hieß ja sowieso immer, wir hätten Vorkaufsrecht. Und auf einmal wollen sie dann abreißen hier. Nee, Freunde, nicht mit uns. Da hinten liegen Unterschriftslisten aus. So fangen wir jetzt erstmal an. Alle, die gegen Wegzug und Abriss und so was alles sind, da möchte ich ja mal die sehen, die nicht dagegen sind. Die können sich da eintragen. Da wollen wir mal sehen, ob die mit uns machen können, was sie wollen. Die Wahlen werden immer noch in Nordrhein-Westfalen entschieden. Und das wissen die da oben auch. Bloß wer die Ruhe hat, hat auch Bonn. Da sollen sie uns mal zeigen, ob sie was für uns tun. Hier und heute wollen wir mal gleich damit anfangen. So, jetzt trinken wir ein Bierchen, ne? Prost. Prost. Sag mal, kennst du die? Meine Mutter. Und warum macht die so? Ach, naja. Weil wir hier stehen, oder wie? Kann sein. Guck mal, Martina. Schön. Der gefällt dir wohl, was? Ja, das scheint mir auch so. Ja, was machst du da so als Vertrauensmann? Ich informiere den Betriebsrat, an dem, wo die Scheiße am Dampfen ist. Starkkocher. Wie kommt man bloß auf so einen Beruf? Der Bundesbahn, wie kommt man denn darauf? Ist mir vielleicht gut. Als Beamter kann ich mir voll ausrechnen, was in 20 Jahren los ist, Mensch. Ich will aber jetzt noch gar nicht wissen, was in 20 Jahren ist. Aha. Ja, und mit der Martina, ich meine, ist da irgendwie... Bitte? Ja, das ist ja heute alles früher als bei uns damals, nicht? Ich meine, Sie wissen schon. Ja, und diese Siezerei, die gibt mir sowieso auf den Hut. Ich meine, ich heiße Karl Heinz. Oh, ist doch Frühling. Ja, was wollen Sie denn wissen jetzt? Ja, ich meine, Hauptsache, ihr passt zueinander, Jörg. Ja, schon, aber die tröstet sich ja rasch, wie ich sehe. Was hat mit dem Jüngling gegeben? Das will ich nicht so ernst nehmen. Ja, so sind sie noch, die Mädchen. Heute hier, morgen da. Sie machen mir Spaß. Er ist nicht so fest mit euch. Ich meine, ist er erst 15. Na Mensch, entweder man geht zusammen oder man geht nicht zusammen. Oder? Hätte sich auch mal vorstellen können. Als Vater muss man ja schließlich wissen, was... Ich kenne Ihre Frau. Aber der Vater zählt nichts, was? Himmels Willen, ich will sie ja schließlich nicht gleich heiraten, sondern nur mit ihr. Sondern nur mit ihr, was? Ins Kino oder eine Disco, was weiß ich. Ich fahr eben ab auf die. Du tust was mit dir? Ich fahr ab auf die. Aha. Ich fahr lieber öfter mit der Bundesbahn. Also nichts für ungut. Prost. Prost. Na, ich kenne dich ja jetzt. Na, pass bloß auf meine Tochter auf. Hm?
macht sich ja schließlich Sorgen, nicht? Und ich passe schon auf sich selber auf. Also ich an deiner Stelle würde sie jetzt ärgern. Wenn sie da rumschäkert, einfach abhauen. Ich an deiner Stelle. Das mache ich auch. Wir haben ja sowieso heute Abend noch Funker treffen. Funker? CB-Funk. Ach, dann seid ihr diese Idioten, die immer den Empfang stören. Ja, so mit Kalkutta 7, Kalkutta 9 oder so eine Kacke. Hä? Nee, das dürfte eigentlich nicht passieren. Das funktioniert so. Na, das passiert aber. Das passiert. Lass dich nicht verkohlen, Karl. So schlau wie die bist du schon allemal. Denn holst für die Kohle aus dem Feuer. Kommt dich das am Ende wieder viel zu teuer? Siehst du, guck mal, der Harald. Was hat der denn in deiner Hand? Ich geh mal eben gucken, ne? Ja. Siehst du doch. Wo warst du die ganze Zeit? Ich? Du warst doch die ganze Zeit weg. Hast du was? Wieso denn? Da drüben ist ein ganz toller Sänger. Willst du nicht mit rübergehen? Keine Zeit. Ich bin beschäftigt. Tante Enne hat gesagt, wir können drinnen schlafen. Ich hab keine Tante Enne. Morgen bleiben wir noch mit denen zusammen und dann fahren wir alleine weiter, ja? Glaubst du doch wohl selber nicht. Doch. Ehrenwort? Die haben Knies, die müssen mal alleine sein. Okay, dann fahren wir morgen nach Ruhrwald. Dann siehst du mal, wo ich als Kind so rumgetobt bin. Das ist doch so scheußlich. Wer sagt das denn? Du. Ach, die kennen mich doch da alle noch. Was glaubst du, was da los ist, wenn wir da auftauchen? Das gibt eine Sauferei. Nicht mit rüberkommen? Was sollen wir denn da? Glaubst du, das interessiert mich? Klöken im Hof, Bad in der Speisekammer, Kartoffelsalat und Kartoffelpuffer? Soll doch froh sein, wenn die Bruchbuden da wegkommen. Willst du nicht drin schlafen? Ich schlafe im Zelt. Runter und dann durch den Kanal durch, nach unser Fritz 1 und 4. Und eines Tages kracht das alle zusammen. Was kracht zusammen? Ja, die Schächte. Das sieht da unten aus wie oben. Schienen, Straßen, Kreuzungen. Das geht durch den ganzen Ruhrpott. Ja, ich denke da oft dran, wenn ich Marmelade koche. Vielleicht ist es schon umsonst. Eines Tages kracht es und da war die Marmelade für den Katz. So, lässt sich doch mal sehen hier. Hm? Wo warst du denn? Ich habe dich überall gesucht. Wir machen da was zu essen, ne? Komm ins Bett. Warst du erfolgreich? Erfolgreich? Was weiß man? Also ich glaube nicht, dass ihr da was machen könnt. Wenn alle so gedacht hätten, dann gäbe es heute keine Flugzeuge und kein Fernsehen. Wir hätten immer noch einen Kaiser und würden mit Pferde durch die Gegend fahren. Ich glaube nicht dran, ich glaube nicht dran. Man muss doch alles versuchen. Als irgendwie bewundere ich ja das an dir. Auf einmal. Ja. Sonst bist du immer nur am Meckern. Ja, Jakob, als Beamter sieht man einfach ganz anders, nicht? Da darfst du nicht streiken, da ist alles geregelt. Weil ja, in meiner Jugend, da wollte ich auch alles verändern. Ja, ich will ja nichts verändern. Ich will mich nur nicht auf dem Schachbrett rumschieben lassen, wie sich das da oben so ein paar Fritzen ausgedacht haben. Ah, deine Martina. Die wird mal anders wie du. Die? Ausgerechnet.
Die haben doch nichts anderes im Kopf als Schwabi-Wabi und Diskothek und so eine Kacke. Die interessieren sich dafür gar nicht. Das gehört auch dazu. Ja. Aber warte mal ab. Entweder sind sie ein Liebespaar oder nicht. Wenn sie eins sind, dann können sie auch ruhig zusammen schlafen. Und wenn nicht, dann sollen sie nicht zusammen verreisen, basta. Aber der Harald, der will da unbedingt in seinem Zelt schlafen. Wir machen doch gerade das Becken fertig. Ja, vielleicht überlegt das sich ja noch. Bestimmt man denn am besten hier. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 16. Fast. Na, weißt du, mit fast 16, da sollte man auch schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Wie meinst du denn das? Nee, nicht, was du denkst. Da hast du sicherlich genug Ahnung. Na, ich meine politisch und so. Du hast da so viel Quatsch geredet eben, dass es dir egal ist. Welche ist auch egal. Ist es eben nicht. Darf dir nicht egal sein. Guck mal dein Onkel, wie der sich engagiert. Der hat auch nichts mit Politik zu tun. Na, da irrst du dich aber gewaltig. Der macht Versammlungen. Der engagiert sich. Das hat sehr viel mit Politik zu tun. Du gehst schon? Ich geh da mal rüber. Ach, ich verstehe ja doch alles nicht. Wach mal auf, du Dornröschen. Au! Kommt hier kein Prinz zum Küssen? Faul und bequem bist du geworden in deinem Bundesbahnbüro, das ist es. Ach, hör doch auf, Jakob, du bist ein Traumtänzer, das ist es. Mit solchen Behörden legt man sich einfach nicht an, Jakob. Da erreichst du nur das Gegenteil. Na, der wäre sehen. In Duisburg haben wir auch viel erreicht. Jakob, Duisburg ist nicht hier. Karl-Heinz, komm, wir schlafen drüben bei Opa Berghoff. Nacht, Jakob. Na, Lisbeth. Kommst du da? Ja, 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 ich bin an sich schon drüben, Lisbeth. Du findest dich wohl bei deinen Frauen und deinen Sohn. Martina, für dich ist auch heute Schluss. Och. Ja, nicht auch. Bloß ab in der Haie. Spiel weiter. Wenn alle so denken würden wie du, weißt du, was dann... Das tun sie ja leider nicht. Ja, ja. Ah, hallo, Ines. Ist das Arscher schon im Zelt und pennt, ja? Entschuldige, aber... Prost. Prost, mein Lieber. Sagen wir das noch einmal. Lass dich nicht verkohlen, Karl. Nee. Willst du nicht lieber hinten schlafen? Nö. Gefällt dir wohl der Typ? Dein Wölfchen ist heute auch nicht gekommen, ne? Ja, komisch. Ich habe ihn da extra angerufen. Naja, ist vielleicht auch besser so. Der Harald hat's auch nicht mehr alle. Pennt draußen im Zelt. Findest du das gut? Stell dir mal vor, ich würde dauernd an Wölfchen so rummeckern. Ach, Ines, du schläfst auch hier? Martina, ich wollte nur gucken, ob du da bist. Mein Gott, wo soll ich denn sonst sein? Also, gute Nacht. 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 Habt ihr denn auch schön bequem, ihr beiden? Ja. Mhm. Habt ihr Papa irgendwo gesehen? Der ist noch mal mit Onkel Jakob los. Wie wäre das, wenn wir morgen ganz schön in Schloss Berge zusammen Mittagessen? Wollen Sie? Das kommt davon, die liest so viel über Europas Fürstenhäuser und jetzt will sie sogar selber schon in Schlössern essen. Mit goldenen Gabeln. Von goldenen Tellern. Also, ihr Gänse, im Ernst. Schloss Berge ist so berühmt und wir kommen doch direkt dran vorbei. Und danach wollten Harald und ich mal alleine weiterfahren. Wenn sie nicht mitfährt, fahre ich auch nicht mehr mit. Ihr zankt euch ja doch dauernd nur. Was ist denn jetzt los? Das hättest du nicht sagen sollen. Das stimmt doch aber. Trotzdem. Mama! Ja? Nacht! Nacht? Wollt ihr wirklich alleine? Ja, das muss mal sein, du.
auch. Hat jemand den Jakob gesehen? Jakob! Ach, das Fenster ja auch zu schön. Na, hoffentlich nützt es nur was. Ach, übrigens, von dem Kartoffelsalat, da ist noch so viel übrig. Da packe ich euch schön was ein für unterwegs. Da habt ihr das Mittagessen wieder gespart. Du schläfst auch hier unter der Dösch. Komm im Zelt, ne? Nacht! Nacht! Glück auf, Glück auf! Der Steiger! Du schläfst jetzt hier. Bis dahin. Ja, bis dahin. Also, der Steiger kommt. Und er hat sein.